Ja, hallo, Bernd Fuhrmann, du warst der erste Speaker heute. Du hast uns heute schon einigen Einblick gegeben. Du bist bei PageStrip, darüber werden wir gleich sprechen, aber vielleicht magst du noch mal so kurz zusammenfassen. Ich fand es sehr spannend, so, du hast ein Fazit gegeben, was denn so die Dinge sind, die man bedenken muss, wenn es um Sales, um Vertrieb geht. Was sind so die wichtigen Punkte, Kernelemente? Die Kernelemente, genau. Im Prinzip habe ich mir so ein bisschen angeschaut, was ist in den letzten Jahren so los gewesen. Und das eine Thema ist, dass natürlich viele junge Firmen glauben, dass alle Kunden irgendwie das Thema benötigen, das Produkt benötigen, das man so kreiert hat. Und es geht schon sehr, sehr stark darum, wirklich herauszufinden, was die Kunden interessiert, also das Thema Interesse. Und auf der anderen Seite, wenn das mal geklärt ist und ein Kunde jetzt einmal da ist und das erste Interesse abgeklopft ist, wie schaffe ich es, in einem persönlichen Gespräch das Thema Vertrauensbildung, also Vertrauen aufbauen, aber auch das Thema Verbindlichkeit, weil das, was unsere Zeit mittlerweile so ein bisschen beschäftigt ist, wie schaffe ich es eigentlich ein bisschen verbindlich in solchen Kunden, in solchen losen Gesprächen einmal zu sein, um da wirklich ein Umfeld zu schaffen, wo ich gerne auch Geschäft miteinander mache. Wir reden halt über B2B-Sales und da geht es halt um das Thema Vertrauen und Verbindlichkeit. Ja, ich finde das total spannend, weil du hast das sehr schön gebracht in deinem Vortrag, dass es eigentlich nicht darum geht, sozusagen dem Kunden sein Interesse aufzuzwingen, sondern wirklich das Interesse zu treffen und da dann weiterzugehen. Wie machst du das denn mit PageStrip? Und vielleicht magst du uns vorher ganz kurz erzählen, was PageStrip genau tut, was das kann und mit wem ihr da zusammenarbeitet, wer denn die verbindlichen Kunden sind. Genau. PageStrip ist das Produkt einer Digitalagentur. Es ist ein Tool für Digital Publishing, das heißt, es ist eine Software, die entwickelt wurde, um Verlagen, Agenturen, Firmen zu ermöglichen, Dinge, die sie online präsentieren möchten, auch wirklich sauber zu verarbeiten, mit dem grafischen Anspruch, den auch ein Grafiker und ein kreativer Mensch an diese Umsetzung hat. Das hat auch mit dem Thema Storytelling zu tun, was wir vorhin schon gesehen haben. Das heißt, die Markeninszenierung, auf der einen Seite die Geschichte zu erzählen, aber auch dann sauber zu präsentieren. Und dazu ist PageStrip ein Tool, mit dem Unternehmen das Ganze auch bewerkstelligen können. Hoffentlich auf einfache Art und Weise, dass jeder im Unternehmen damit umgehen kann. Genau, das ist die Idee, Leute zu befähigen, die nicht unbedingt mit der HTML-Welt zu tun hat, also mit dem Thema Online. Wir beschäftigen uns viel mit der Verbindung Offline- und Online-Kommunikation und vermehrt, was auch die Dame gesagt hat, Richtung Online-Kommunikation. Und dort hat sich ja eine Gruppe von Menschen hervorgetan, Coder, Developer, die HTML programmieren können, die aber vielleicht nicht unbedingt immer den Anspruch haben, dass es schön wird. Und das ist das, was man so beobachtet, dass viele Webseiten, viele Publikationen sehr gleichartig sind. Man könnte vielleicht sagen, übertrieben langweilig. Muss nicht unbedingt sein, aber sehr gleichartig, sehr ähnlich, weil natürlich WordPress und Co. sehr viel mit Templates arbeiten und die Leute sich innerhalb dieses Frameworks, dieser Templates bewegen können. Und wenn sie das nicht tun, brauchen sie jemanden, der es codieren kann. Und das macht Projekte dann meistens sehr teuer und nicht lukrativ und werden dann nicht in dieser Form umgesetzt. Das heißt, eigentlich das, was PageStrip anbietet, ist einerseits einfach zu handhaben und gleichzeitig bietet es einen gewissen Designanspruch, den es abdecken kann und der da möglich ist, auch wirklich den zu bewerkstelligen. Genau. Spannende Geschichte, Kunden wären bereits, wen habt ihr da schon? Große Kunden sind zum Beispiel Volkswagen, der Konzern in Österreich, mit vielen Marken. Wir haben jetzt Volkswagen selber, wir haben Audi, Skoda ist gerade im Gespräch, Porsche. Auch mit unterschiedlichen Ansprechpartnern. Wir haben auf der einen Seite Agenturen, die den Content für die Marke erstellen, auf der anderen Seite auch den Konzern oder die Marke dann direkt. Audi macht zum Beispiel alles selber im Haus. Andere Marken innerhalb des Konzerns machen es über Agenturen. Das heißt, wir haben da verschiedene Ansprechpartner, mit denen wir uns bewegen. Die Voestalpine ist zum Beispiel auch ein Kunde. Wir haben auch Verlage, WK-Verlage in Deutschland, also unterschiedlichste Mengenlage, die da zu adressieren ist. Spannende Geschichte. Wer gerne ein bisschen was mitbekommen möchte, was der Bernd erzählt hat, der schaut ein bisschen früher in den Livestream hinein. Wir werden ihn ja nachher hochladen. Und ansonsten scheinst du ja schon einiges Interesse geweckt zu haben, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Sag nochmal kurz, wer hat denn diese App erfunden? Wer steht dahinter? Dahinter steckt die Agentur Alice Interactive, da gibt es zwei Masterminds, einmal den Georg Keindl, der den ganzen technischen Teil abdeckt, auch CTO der Firma ist,
und Johannes Weiringer, der als Co-Founder den Datum Verlag gegründet hat. Und der, das war auch so diese Genesis des Unternehmens, für den Verlag Datum eigentlich eine Publikationsmöglichkeit für den Online-Bereich zu finden. Und die zwei stecken da dahinter. Unter anderem sind Business Angels aus dem Runtastic-Bereich, also die Runtastic-Gründer, Startup 300 mit dem Bernie Lehner, genau, Gschwandner und Co. Ja, da gibt es ein paar recht interessante Charaktere, die da dahinter stecken, aber das sind so die zwei Masterminds. Okay, spannende Entwicklung, kommt aus Österreich, kann man sagen. Schön, und wir wünschen viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Danke sehr.